Hallo Römer-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Was für ein bedrohlicher Ort. Oh Gott, ist das laut auf dem Ohr. Das ist unglaublich. Es sieht so aus, als wenn hier jederzeit der Blitz einschlagen kann. Am besten verlassen wir diesen gefährlichen Ort so schnell wie. Dort drüben. Oh, da liegt der Armreif, der Schwimmreif. Ist der das Doki? Der Schwimmreif? Sehen wir uns das genauer an. Moment. So. Boah. Weshalb seid ihr hergekommen? Dies ist unser Revier. Hier ist jemand. Verstecken wir uns, Doki. Ihr wollt euch also verstecken. Wie niedlich. Schon gut. Um ehrlich zu sein, wären wir ja eigentlich recht dankbar, wenn ihr so weitermachen würdet. Wir schleichen uns leise, so nah wie möglich heran. Alles klar, machen wir sie fertig. Nicht so. Wenn wir bleiben, ist es vorbei. Wer bist du? Zeig dich. Mein Name ist Voltenso. Ich bin der Anführer dieser Fritzeblitz. Oh Gott, wo kommen die denn her, ey? Bah. Nun macht euch bereit zu kämpfen. Muss das sein? Ich könnte von hier aus wen treffen, aber ich gehe mal einen Schritt nach hier. Und wir machen mal Energieball. Fliegt ja eigentlich ein paar weiter, ne? Ein paar Dings. Genau. Dann besiegen wir erstmal die ganzen Fritzeblitz. Wir haben keine Belebersamen mehr, ne? Scheiße. Machen wir den mal fertig. Oh, Scheiße, Alter. Er hat noch 49 KP. Das ist in Ordnung. Erstmal den besiegen. Greif wen anderes an, Dragon. 49, ne, 40 HP noch, okay. Dürfte noch reichen, dürfte noch passen. Donnerwelle, scheiße! Wir haben auch keine Siedelbeere? Was? Scheiße, Moment, ja, gut, ich kann Dings werfen. Okay. Okay, ich werde angegriffen. Scheiße. Scheiße. Wir können nichts machen. Halt vor Gift, ja, Paralyse. Das Ding ist, Dragon ist halt gerade ein bisschen am Arsch, ne? Dragon ist halt gerade richtig, richtig am Arsch. Okay. Ach genau, ich werde jetzt angegriffen, ne? Scheiße, nein. Nein! 5 AP, 5 AP, 5 AP. Gut, dass wir einen Absorber haben. Gut, dass wir einen verdammten Absorber haben. Oh! Und gut, dass wir den Damage jetzt abkriegen, den Dragon abkriegen würde. Oh mein Gott, Alter, ich liebe diese IQ-Fähigkeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr wagt es. Warte, eine Sekunde. Wir sind ganz ehrlich nicht hier, um eure Revier streitig zu machen. Genug, nehmt das. Stopp. Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollen euch in euer Revier nicht nehmen. Zwölfenst. Du, wer bist du? Ich bin Zwirfinst, der Erkunder. Voltenso. Du hast jedes Recht, so wütend zu sein.
Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber jedem Eindringling ist nur natürlich. Dieser Ort ist eure Zuflucht. Ein Ort, an dem ihr Trost findet. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Sie sind hier unerlaubterweise eingedrungen, aber ohne schlechte Absicht. Sie wollen euch nichts Böses. Wir werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaube mir, Voltenso. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwölfinst. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses. Also gut, ich glaube dir, Zwölfinst. Ihr sollt etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Kommt. Ist da vorne nicht eine Mauer? Oh. Vielen Dank, Zwölfinst. Du hast uns gerettet, aber... Wer war das? Eine Gruppe aus Voltenso und Frizzelblitz. Sie sind ein Nomadenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist. Sie ziehen umher auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Und die Ampere-Ebene wird um diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht. Sie fühlen sich hier wohl. Also halten sie sich um diese Jahreszeit in der Ampere-Ebene auf. Doch tragischerweise wurden sie hier einst überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden müssen. Mussten. Seitdem regiert die Gruppe von Voltenso sehr empfindlich auf Eindringlinge. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, dann greifen sie sofort an, aus Angst, selbst angegriffen zu werden. An einem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe von Voltenso. Oh, jetzt verstehe ich. Darum waren sie so angriffslustig. Kein Wunder, dass sie uns nicht zuhören wollten. Oh, ich glaube, ich habe etwas vergessen. Ich habe vorhin dort drüben den Schwimmreif gesehen. Ja, da ist er. Okay, da ist doch keine Mauer. Er ist hier, da ist er. Zwölfens, ist das der... Es besteht kein Verdammt! Ich habe aus Versehen gedrückt. Wirklich? Wir haben es geschafft. Bringen wir das Item sofort zurück zu Merit und zu seinem kleinen Bruder. Etwas verstehe ich aber nicht. Wie ist der Schwimmreif hier gelandet? Ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand absichtlich hergebracht hat. Dieser jemand wusste, dass ihr letztendlich an diesen Ort kommen würdet. Die Tatsache, dass Voltenso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Jemand hat den Angriff von Voltenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgekartetes Spiel. War das nicht eure Absicht? Ihr hinterlistiges Pack! Was? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck herauskommt und euch zeigt. Tja, du hast also die ganze Zeit gewusst. Dann müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Deren Ernst, ich wusste es. Hey, ihr Gauner, war das? Also wart ihr es, aber warum? Oh, wir haben darauf gewartet, dass ihr von Voltenso zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen und euch den Rest geben. Aber wir haben nicht gedacht, dass dieser Typ sich einfach einmischt. Sollen wir die Sache erledigen? Tja, sicher, wenn es nur Team Pokepunkt wäre, mit denen
werden wir problemlos fertig. Aber gegen den weltberühmten Zwirfenst, das ist eine andere Geschichte. Machen wir uns aus dem Staub, Jungs. Ja. Vor Zwirfenst hat jeder Angst, ey. Widerlinge. Das vergesse ich diesen Halunken nie. Sie sind so schnell, wenn es darum geht, sich aus dem Staub zu machen. Ich fürchte, wir vergeuden nur unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Ich finde, wir sollten den Brüdern jetzt ihren Schwimmreif zurückbringen. Oh. Speichern, ja, gerne. Ah, ja, geil, alter Vater. Zwölfens ist eine Autoritätsperson. Heißt das so? Ja, ne? Ich glaube schon. Wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke, wirklich. Ich habe damals Azure gerettet und ihr habt damals Azure gerettet und jetzt das. Ich weiß nicht, wie ich euch jemals denken könnte. Aber wirklich, danke. Oh, bitte, schon okay. Wenn ihr jemanden danken wollt, dankt dem großen Zwölfenst. Wäre Zwölfenst nicht gewesen, dann wären wir jetzt nicht mehr hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwölfenst. Nicht der Rede wert. Ich freue mich sehr für euch. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmreif wieder habt. Ich muss schon sagen, er steht dem großen Zwölfen sehr ähnlich, um so bescheiden zu sein. Ich muss sagen, dass auch dem Pokémon großartig war. Ja, ja. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azure gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist. Ja. Und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azure angeht, müssen wir etwas gestehen. Es wäre toll, wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie du gesagt hast, Kecleon. Aber ganz so war es in Wahrheit nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azure sich befindet. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum, sagst du? Was meinst du mit Traum? Oh, vielleicht wird der große Zwölf wissen, was das alles zu bedeuten hat. Weißt du, mein Partner bekommt beim Berühren von Dingen oder anderen Pokémon manchmal Schwindelanfälle. Und dann sieht er oder hört er Ergebnisse aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Was? Nun, das ist der dimensionale Schrei. Was? Zwölfens, was weißt du darüber? Wenn das so ist, sollten wir den großen Zwölfens fragen, ob er noch mehr weiß. Nach was sollen wir fragen? Oh, ach ja, nach meiner vergessenen Vergangenheit. Es ist doch okay zu fragen, Doki. Ja, ja, klar mach. Zwölfens, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Ich verstehe. Du hast also deinen Partner hier ohnmächtig vorgefunden. Ja, genau hier. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen. Aber du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, mit der Erinnerung an einen Namen. Und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Aber dein Partner scheint in jeder Hinsicht ein Pokémon zu sein. Ja, das stimmt. Ich hätte, das kann sich nicht einmal der große Zwölfens erklären. Aber wir sind sicher, dass es irgendeinen Grund für den Gedächtnisverlust gibt. Und für die Verwandlung in ein Pokémon. Ein Mensch mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis. Bist du. Du sagtest, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und wie lautet dein Name? Doki, also so, halt. Aha. Ich verstehe. Du bist Doki. Sagte dieser Name etwas? Nein. Leider sagt er mir nichts. Wie, was? War das gerade der Anflug eines... Hat Zwölfens nicht gerade ein Lächeln unterdrückt?
Oder habe ich mir das eingebildet? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Aber ich weiß über die Fähigkeit von Doki Bescheid. Oh, wirklich? Was ist sie? Die Fähigkeit, in die Zukunft oder die Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt. Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Dimensionaler Schrei? Genau. Woher solch eine Fähigkeit kommt, ist nicht bekannt. Doch Geräusche und Bilder reichen über Zeit und Raum hinweg, bis in manche Pokémon. Um als Visionen Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Doki hat also mit diesem dimensionalen Schrei eine unglaublich spezielle Fähigkeit. Nun ja, vielleicht sind wir aus diesem Grund Freunde geworden. Um das Geheimnis, um die Verwandlung von Doki in ein Pokémon zu lüften. Ich biete euch meine volle Zusammenarbeit an. Oh, wirklich? Ja. Um offen zu sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Ernsthaft, das ist die reine Wahrheit. Oh, es ist großartig, dass wir auf deine Hilfe zählen können, Zwölfenst. Ist das nicht toll, Doki? Ja, aber irgendwie kommt mir das komisch vor. Ey, sieh dir diese vielen Perlipan an. What? Das hat doch sicherlich irgendwas zu bedeuten, oder? Es scheinen viel mehr als normalerweise in der Luft zu sein. Ob irgendetwas passiert ist. Hey! Oh, hi! Oh, hallo Beliza! Endlich finde ich euch! Oh. Wieso bist du so in Eile? Du bist ganz außer Atem. Alle sollen zurück zu Gilde kommen. Ja, alle Lehrlinge sollen sich sofort bei der Gilde melden. Oh, es ist was passiert. Ich gehe mit euch. Beeilt euch, oh ja. Ja, wir speichern hier und da würde ich aber auch sagen, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Wenn es eigentlich wirklich nur Dialog war, abgesehen von dem Kämpfen. Der Kampf war aber mega knapp. Ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Video gerne bewerten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. Egal. Haut da rein.